Vegan, scheiße, Mann! Durch die Präsenz eines überdimensionierten unterirdischen Ausläufers, der für die starke Vermehrung sorgt. Detaillierte Untersuchungen der Knospen, die Knospen zeigen eine erstaunliche Keimfähigkeit. Hunderte von Linien am Ansatz belegen, dass die Spezies äußerst langlebig ist. Schnitt durch das Leitgewebe. Die Röhren sind völlig trocken. Keine Anzeichen von Feuchtigkeit. Oh. Ich glaube, da war noch mehr. Ja, wir haben hier so Bullis von daher. Ich glaube, da war noch mehr. Das war schon, glaube ich, alles. Aber das ist Teil. Ich bin weg, was war das Problem? Nee, da hast du aber durchgelesen. Man konnte noch runtergehen. Ja. Lehrerwerkbank, kann man da nicht irgendwas machen? Wo ist das? Nein, das ist es nicht. Ich glaube, das ist das da. Mutig vielleicht, ja. Ups. Das hatten wir. Hier, wir werden. Wie werden die Chlorophyllzellen mit Feuchtigkeit versorgt? Die freigesetzte schwarze Substanz stammt aus Drüsen an der Wurzel und wirkt giftig auf die biologische Umgebung. In einer dunkel-hell-dunkel Sequenz werden Schwankungen in den Sauerstoffkonzentrationen beobachtet, unabhängig davon, dass ob DCPIP vorhanden ist oder nicht. Die Pflanze reagiert besonders empfindlich auf die Lichteinwirkung. Sie fürchtet das Licht. Diese Pflanze verstößt durch buchstäblich gegen alle Regeln der Botanik. Die Molekularanalyse zeigt genetisch Verbindungen, durch die das Mortifilia, das ist mein Lieblingswort, nicht rekombinierendes Isolat auf Genebene definiert werden kann. Dies bedeutet, dass das Genmaterial nicht auf sexuellem Wege übertragen wird, sondern, war klar, dass jetzt was lacht hier, sondern auf parasexuellem Wege. Auch immer, das ist Geistersex oder so. Parasexuell, das muss Geistersex sein irgendwie. Ich habe ein Experiment durchgeführt. Schön für dich. Bei dem ein transierter wie der Knoten entstand. Okay. In diesem Knoten fand ein Faktorenaustausch bei der Zellteilung in zahlreichen großen Abständen statt. Er macht also Sex mit diesen Dingern. Der diploide Knoten wandelte sich dann durch Verlust der Chromosomen von Chromosomen in einen haploiden Knoten um. Mit diesem System können zwei individuelle Spezies genetisches Material austauschen. Schlussfolgerung, es steht fest, dass Mortifilia anormale Eigenschaften besitzt. Ungeachtet der unglaublichen Langlebigkeit dieser Pflanze, ist diese Pflanze besonders kreuzungsfreudig. Die Forschungen müssen fortgesetzt werden. Und der Genotyp dieser Zellen muss ausführlich untersucht werden. Jo, das war mal also äußerst fortpflanzungsfreudig, das heißt, sie ist total eine Nymphomanin, die Pflanze. Voll die Nympho-Pflanze. Und die Chemiker haben alle ihren Spaß damit. Können wir nicht tragen. Hast du gehört? Die Chemiker haben alle ihren Spaß damit. Ah, hier, Becher! Plastikbecher. Plastikbecher wäre. Ist das denn ein Plastikbecher oder ist das ein Metallbecher? Ein Pappbecher, Nein, das kriegen wir auch. Ich glaube, Kenny kann hier was machen. Das Kenny? Die Flasche mit Säure, das können wir nicht tragen. Carter. Kenny. Josh. Ja, Kenny ist doch der entführt wurde. Ja, ich weiß, aber später kommt der, glaube ich, wieder. Achso, ja, ich weiß das nicht. Oh, Entschuldigung, ich wollte hier den Schrank einschlagen. Ja. Vorsicht. Und gucken erstmal. Josh ist nur auf. Erstmal wieder raus. Ich hab Josh schon zu doll misshandelt. Ja, er dich nicht, sondern er du. Genau. Ja, er macht mir auch immer Angst. Du nicht. Ja, ich bin Stan. Und ich hab Tourette-Syndrom, Alter. Ist dunkel. Ja, irgendwie schon, ne? Oha. Jetzt kommt wieder Indiana Jones Musik, gleich kommt ein riesiger Felsbrocken und überrollt uns. Ich hab keine mehr, ja. Oh. Na, hier müssen wir doch rein, oder nicht? Da waren wir doch schon gerade. Ja? Was ist das? Na, da ist er doch rausgekommen, ja. Ah ja, stimmt.
Da kann man Fernseher anschalten. Hier war das andere Loch. Durch dieses Loch ist entkommen. Ja, dann lass mal reinspringen. Ja, geht leider nicht. Ich will ja auch nicht rein. Ich schon. Ich bin die paranormale Shannon. Wieso nimmst du hoch wahrscheinlich? Ich bin Mrs. Prügelknabe. Mrs. Prügel, Mrs. Prügel. Wir wohl da hoch. Ja. Oh nein. Und wir haben gehofft, es aufschieben zu können. Irgendwie müssen wir diese Kette abkriegen. Hm. Vielleicht mit Säure? Ja, toll. Ja, wir haben aber nur Wir können die Säurefläche nicht nehmen. Vielleicht gehen das mit den Pappbechern. Das ist zwar unlogisch, aber. Nein, die verätzen. Logischerweise. Ah ja, stimmt, das haben wir auch, ne? Also habe ich auch mal ausprobiert, glaube ich. Da ist ein Klebeband. Also ich weiß noch, dass ich bei Steven bis zu so einem Kompassrätsel gekommen bin. Eine völlig verrostete Kette. Und warum ist das so hell? Ein völlig verrostetes Weiß. Das war irgendwie ein Kaffeefehler. Keine Ahnung. Jede Menge nutzlose Dinge. Keine Ahnung. Was, ne? Ich hasse diese Schuhe. Eine völlig verrostete Kette. Also wir können ja ahnen, was da ist, ne? Dieses kleine Ding da. Ist ja nicht so schlimm. Dann müssen wir das versuchen, wir einfach mal mit dem Pipe-Cut Ist zwar unlogisch, aber... Ah, ich weiß wie. Ist egal. Ich weiß wie, oh, das ist doof. Und immer umschütten. Stimmt, damit er nicht kaputt geht, ne? Ja. Ja, genau. Willst du oder soll ich? Ja, Master Shannon kommt hier. Sherlock Shannon. Was ist er denn? Da. Verwenden. Ja. Schnell, der Becher verdünnisiert sich. Ich muss schnell sein. Ich schluck gleich mal erstmal um. Geht das? Ja, bestimmt. Oder man muss einfach nur schnell sein. Nein, das glaube ich nicht. Da. Doch, da. Doch, 22. Der Zeit. Schnell. 22. Das geht nicht. Was, wenn jetzt hier was ist? So, jetzt aber. Komm hier. Ja, das ist das. Wir haben einen Schlüssel zum Lehrerzimmer erhalten, Leute. Ja, einen Schlüssel des Lehrerzimmers haben wir eingesetzt, wahrscheinlich auch. Ja, oder der Schule ist total. Nein, hier ist auch irgendwas. Ja, die Schule ist wirklich. Hier ist eine CD. Da ist einer. Das ist der Dünne. Der Dünne. Ja. Wie? Er ist auch einer. Er sticht! Der Messer! Geh weg! Töte ihn, Mann! Du musst doch erst einen Fall machen. Laser sie an. Ah, ich seh nix. Tod. Töte ihn. Puste ihn. Ich hab ihn falsch. Ich muss weg. Weg! Fuck! Erster Boss. Verteilung. Stirb, Junge! Boah, das ist so brutal, Mann. Sie schlägt auf meinen Arm. Das missverständliches Wesen. Nein, und weiß mich nicht! Wer das gesehen, das Vieh hat mich gebissen. Fuck. Todes-Shannon. Ich glaube, wir könnten ein bisschen Heilung brauchen. Nee, du brauchst keine wirklich. Du warst voll. Ja? Ja. Oh, sorry. Ja, ich bin dumm, mal. Ich weiß. Das werdet ihr noch öfters erleben, dass ich die Heilung immer verbrauche, weil ich immer... Du hast stark gedrückt. Entschuldigung. Oder? Hast du? Nein. Tut mir nichts. Nichts gedrückt. Ah. Ja, aber ich kann wieder. Mich nicht bewegen. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder mit Upscore. Genau. Problem wieder hoffentlich gelöst. Genau. Und du bist, glaube ich, noch verletzt, oder? Nein, ich habe mich doch irgendwie... Hast du dich gerade geheilt? Na, dann gucken wir mal irgendwas kurz durch. Nein, du bist noch verletzt. Hast du nicht geheilt? Weil ich schon so viel Medizin verbraucht habe. Ja, nur eine, du verbrauchst so viel. Und mach mal das Streicherfutter. Ich bin ein schlechter Teamspieler. Was ist du blöde Tür? Friedman! Friedman, der Hausmeister. Nee, der Direktor. Der Hausmeister ist aber. Da ist was. Ja, CD. Ein Drink. Ich will aber erstmal in den Computer. Nee, CD. Oh, geil, okay, Modem. Anruf. 38. Er soll sich
euch beeilen. Bla bla bla, Mr. Freeman. 8, genau. 50. Herbert, wenn du da bist, nimm ab. Bitte, komm schnell. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich glaube, es hat mit den Experimenten zu tun. Ich habe mehrere Schüler gesehen, die... Naja, es ist wirklich schlimm. Komm schnell. Ja, ein extrem dickes Ding im Arsch.